Bad words gon' never hurt me. Hurt me no more. Sticks and stones gon' break my bones. Bad words gon' never hurt me no more. Hallo ihr Lieben, Prost mit Kaffee und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute wird mal wieder gevloggt. Ich habe das schon länger nicht mehr so in dem Rahmen, in dem Format gemacht. Vorher muss ich sagen, meine Stimme ist leicht angeschlagen. Also ich habe erst gedacht, ich mache vielleicht gar kein Video diese Woche, weil ich selber immer ganz komisch finde, irgendwie so Videos zu gucken, wie einer voll am Hängen ist. Aber ich fand es irgendwie schade, weil heute steht bei uns was an, was irgendwie blöd wäre, wenn es jetzt fehlt auf dem Kanal. Und deswegen müsst ihr jetzt durch meine krächzende Oma-Stimme durch. Heute ist hier eine Herbstanfangsfeier. Das gibt es eigentlich überhaupt nicht. Aber mein Kind hat sich das ausgedacht. Komm Mama, wir feiern eine Herbstanfangsfeier. Da alle irgendwie so seit, ich glaube, 2 Wochen irgendwie so in Dauerschleife, so irgendwie Erkältungsdauerschleife einfach. Es wird gehustet, es wird geschnieft, aber es ist niemand so richtig mit Fieber oder so, sondern immer nur so, dass man auch immer so überlegt, kann man jetzt in den Kindergarten, kann man nicht, wie lange geht das noch, wie lange bleibt man dann zu Hause? Ja, wie ihr hört, es sind auch alle da, alle am Start. Und wir machen das heute so, Feier. Meine Schwester kommt mit Baby und wir machen einfach heute Herbstdeko, wir basteln was, wir backen was, wir kochen was, ja, machen Fensterbilder und ich zeige euch einfach alles, was wir so machen und dann sind bestimmt auch für euch 1, 2 Ideen, auf die ihr Bock habt, auch mit dabei. Bevor gleich Fragen kommen, bestimmt ist es irgendjemandem aufgefallen, ich habe euch ja erzählt. Für die, die mir nämlich nicht auf Instagram folgen, die haben es noch nicht gesehen. Ich war beim Tätowierer. Es ist aber erst, es sind erst 2 Sitzungen von bestimmt, also es sollten erst 4 Sitzungen sein oder 3 sogar nur, aber ich glaube, es werden 6 oder 7. Und ich werde es euch zeigen, wenn es ganz fertig ist. Also das ist jetzt hier noch ganz, hier sind nur die Outlines. Hier ist schon mit Schattierung und Farbe angefangen, aber noch nicht fertig. Und ich werde es euch dann zeigen und euch auch erklären, was so ungefähr bedeutet. Wir haben Zwetschgenkuchen gebacken, der, wie ihr seht, schon angegessen ist. Unfassbar lecker geworden ist. Also so ein Zwetschgenstreuselkuchen. Arbeitszeit würde ich sagen so 20 Minuten und dann kommt er 40 Minuten in den Ofen. Und ich habe euch auf Instagram gezeigt, dass ich, also ich backe und koche ja selten nach Rezept. Ich bin ja mehr so ein Hexenküchenkandidat. Aber wenn ich so Rezepte habe wie das jetzt, was so wirklich außergewöhnlich gut und einfach ist, dann schreibe ich mir das auf. Und ihr wart da voll begeistert von dem Buch, deswegen zeige ich euch hier auch nochmal und werde es euch verlinken. Das ist in DIN A4 und das hat so ein ganz schönes Design, wo man auch wirklich viel reinkriegt. Vorne mit Inhaltsverzeichnis. Und ja, das ist das Rezept. Falls ihr das euch aufschreiben wollt, könnt ihr jetzt auf Pause machen und euch abschreiben oder einen Screenshot machen oder je nachdem, worauf ihr guckt. Und dann ist das immer ganz schön, weil ich habe zum Beispiel auch so ein Plätzchenteigrezept, was ich jedes Mal Ausstechplätzchen, was ich jedes Jahr wieder an Weihnachten mache zum Beispiel. Oder ein Käsekuchenrezept oder sowas. Ja, was eben einfach nicht ohne Rezept geht. Dann haben wir vor ein paar Tagen schon, habe ich euch auch auf Instagram gezeigt, zum ersten Mal was mit Modelliermasse gemacht. Ich mache sonst ganz gerne Salzteig mit den Kindern, aber das hier war doch schon eine Spur besser zu bearbeiten. Wir haben diese Modelliermasse hier genommen. Die hat, glaube ich, 1,90 Euro oder so gekostet und zwar bei Action. Und das hatten wir zum ersten Mal. Die ist super schön weich und hat so eine ganz helle weiße Farbe. Ist echt super für Kinder zu bearbeiten. Hier steht drauf 98% natürliche Inhaltsstoffe. Ich habe ehrlich gesagt nicht so genau geguckt, auf was es jetzt besteht. Es ist auf jeden Fall ganz cool, weil ihr müsst das nicht irgendwie backen oder so. Das lässt sich lufttrocknen und jetzt seht ihr hier, Eicheln gemacht, Mäuse, Kürbisse, Pilze. Hier müsste ich noch mal fragen, was das ist. Und hier sind auch noch ein paar Sachen. Das hier ist, glaube ich, eine Hexe.
Ein Baumstamm mit Baumpilzen und eine Menge Regenwürmer. Ja, und das lassen wir jetzt hier Luft trocknen. Das steht hier jetzt seit 2 Tagen und jetzt ist es wirklich perfekt hart. Und das wollen wir jetzt noch anmalen mit Bastelfarben und dann machen wir uns irgendwie so ein Körbchen mit Moos drin. Und dann kann man die ganzen Sachen da so reinstellen. Diesen Kürbis, also wenn man so richtig Bock hat, sieht man hier nicht so richtig, dann kann man da echt richtig schöne Sachen auch mitmachen. Also nicht nur als Kinderbeschäftigung, müsst ihr mal ausprobieren, macht richtig viel Bock. Apropos Pilze, haben auch ganz, ganz viele gefragt auf Instagram. Ich dachte erst, ihr findet es alle total hässlich, weil mein Mann fand es auch jetzt gar nicht so cool. Tut mir echt leid mit meiner Stimme. Ich habe hier halt echt so ein Pilzposter hängen und ich liebe das. Ich finde das voll schön, ich gucke da voll gerne drauf beim Kochen. Und das ist halt irgendwie schon so seit einem Jahr so ein bisschen mein Ziel, dass ich Pilze bestimmen kann im Wald und dass ich essbare Pilze sammeln kann. Ich bin noch lange nicht so weit, dass ich mich traue, Pilze mitzunehmen und die auch wirklich zu essen, aber ich werde immer besser. Ich habe echt angefangen mit einer App, wo man die Pilze so fotografiert und dann werden die bestimmt und ich habe ein Buch und eben dieses Bild. Und ja, mittlerweile, also ich denke mal, nächstes Jahr bin ich so sicher, dass ich wenigstens 2 Arten sicher identifizieren kann, die man auch essen kann. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob es einer von euch drauf hat. Mein Opa hatte das total drauf. Leider ist der nicht mehr. Das wäre so, so schön, wenn der das auch so meinen Kindern beibringen könnte. Ne? Ich finde, das ist irgendwie so ein Skill, was so heutzutage irgendwie voll verlernt wird und eigentlich so cool ist. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich mal mit euch so ein bisschen näher drauf eingehe, auf die Rezepte von Jimondo. Und ich habe jetzt hier die App auf. Und was passt besser zu Herbst als Kürbis? Wir gucken einfach mal, was es gibt. Und dann gucke ich mal, ob ich auch wirklich alles dafür da habe. Und dann werden wir was zusammen nachkochen. Kürbissuppe. Ich liebe Kürbissuppe. 245 Kalorien, laktosefrei, ohne Zucker, glutenfrei. Energiearm und deshalb geeignet, um sich daran satt zu essen. Blablabla. Dann seht ihr natürlich hier die ganzen Nährwerte, wie viel Protein, wie viel Fett, die ganzen, Moment, okay, ja, Gemüsepulver, perfekt, alles da. Hier seht ihr, wie das aufgebaut ist, das ganze Rezept. Und hier seht ihr noch mehr leckere Suppen dazu. So, gucken wir mal, was passiert, wenn ich mich an ein Rezept halten muss. Wahrscheinlich explodiert gleich die Küche. Ich habe immer so meine Probleme mit Rezepten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das muss irgendwie an meinem rebellischen Unterbewusstsein liegen. Dass es gegen meine Natur geht, sich an Regeln zu halten oder so. Keine Ahnung. Ich mache einfach lieber so selber. Was natürlich richtig geil ist an Rezepten ist, dass man mal so auf andere Ideen kommt, ne, und sich Inspiration holen kann. Weil irgendwie... drehe ich euch mal kurz ein bisschen. Irgendwie kocht man ja sonst... dann auch ständig irgendwie das Gleiche, ne? Auch ohne so das zu merken, hat man so seine Favoriten. Ist ja auch normal. Ihr habt mich in der Insta-Fragerunde am Freitag gefragt, was das Lieblingsgericht meiner Kinder ist. Und tatsächlich würde ich Kürbissuppe auf jeden Fall dazu zählen, aber alle Arten von Suppen, also Cremesuppen sowieso, wenn dann natürlich noch ein bisschen Sahne dran ist oder so. Und aber auch so Gemüsesuppen, wo das Gemüse als Stücke ist, entweder mit Kartoffelstückchen oder mit Buchstabennudeln, mit Muschelnudeln. Auch Graupen sind beliebt, also sowas für den Herbst, finde ich, kann ich immer empfehlen. Oder wenn es noch um gesunde Sachen geht, Ofengemüse habe ich hier auch ein ganz cooles Rezept, weil bei Jimondo gibt es auch so mega geile Rezepte für Dips und natürlich kann man Ofengemüse auch mit Ketchup oder Mayo essen, aber man kann auch so einen richtig gesunden, geilen Dip machen, der den Kindern dann auch schmeckt. Ich habe mir jetzt das ausgesucht mit der Kürbissuppe. Ich finde ja, Kürbis schneiden ist das... Piep! Ich habe jetzt mal schweres Geschütz hier aufgefahren und viel Spaß dabei, ne? Tschüss! Also ich mache den Kürbis immer mit Schale, gerade wenn ich Suppe koche. Es geht ja, glaube ich, nicht bei allen Kürbisarten. Bei denen hier geht es auf jeden Fall. Das wird ja alles
sorry, Spülmaschine im Hintergrund, wird ja alles weich gekocht und sowieso püriert. Muss ich mal gucken. Natürlich, ich sonst immer mache noch Kartoffeln rein. Hier ist jetzt keine Kartoffel drin, dafür Sellerie. Thymian habe ich jetzt nicht frisch, da habe ich getrocknet. Aber geht alles klar. Ich habe hier so einen ganz oldschool Stabmixer. Ich weiß nicht, ob ich jemals auf die Idee komme, dass ich einen Thermomix brauche. Könnt ihr mir mal gerne schreiben in die Kommentare, ob ihr ein Thermomix-Fan seid. Also ich habe das jetzt alles eingekocht und werde das jetzt ganz oldschool mit dem Stabmixer pürieren. So einfach und so gut. Und eben auch was für die Kinder, ne? Also ich glaube, ich muss über Jimondo nicht mehr viel sagen. Nicht nur, dass ihr halt natürlich diese ganzen Rezepte da habt, dass ihr euch einen Ernährungsplan aufstellen könnt, dass ihr so ein bisschen Anregungen habt und Inspiration, wie man sich gesünder ernähren kann und wie einfach das eigentlich sein kann und dass die Kinder oder auch die ganze Familie auch davon mitessen können. Ne? Das sind jetzt keine ohne Kohlenhydrate Fettburner-Meals, sondern wirklich ausgewogene Mahlzeiten, die ihr euch selber zusammenstellen könnt. Eben die ganzen Workouts, die ihr habt und zu Hause machen könnt, wann ihr wollt, wo ihr wollt, mit wem ihr wollt. Ihr könnt euch so ein Abo teilen und euch treffen und zusammen das Training machen. Ihr könnt das als Partner machen. Das macht mir und meinem Mann immer richtig Spaß. Wir lachen uns immer noch kaputt, haben uns immer noch nicht dran gewöhnt. Das ist eine willkommene Abwechslung, abends so 20 Minuten, eine halbe Stunde zusammen Workout zu machen, als sich direkt auf die Couch zu hocken. Und man fühlt sich auf jeden Fall besser. Ja, und ich habe jetzt 3 Kinder und ich glaube, ich wäre jetzt figurlich, also ich bin noch immer nicht da, wo ich gerne sein möchte, aber ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, ne, wenn es Jimondo nicht gäbe, weil ich nicht weiß, wie ich ins Fitnessstudio kommen soll oder so, und sonst hätte ich mich einfach nicht so motiviert. Ich setze euch den Link wie immer in die Infobox. Mit dem Rabattcode JOSIHERBST spart ihr 25% auf eure Laufzeit, da seid ihr ungefähr bei 5 Euro im Monat, was einfach, ich kann es immer nur wieder sagen, das ist wirklich krass. Wenn ich mal so überlege, was ich mir für 5 Euro manchmal im Monat kaufe und was man da eigentlich, wenn man es denn auch wirklich richtig gut nutzt, für 5 Euro im Monat hat, ist wirklich richtig gut. Ein fliegender Reisepilz.
richtig lecker. Dann so eine ganz einfache Idee, die eigentlich gar nicht von mir kommt, sondern wirklich von meiner Tochter. Die ist so eine absolute Sammlerin. Also die ist ja 4 Jahre und wir schon ewig müssen wir immer ein Körbchen dabei haben. Und falls wir kein Körbchen dabei haben, wird alles unten in den Kinderwagen reingeschmissen. Den Stein brauche ich und der Stock ist ganz besonders und damit mache ich das und das und damit mache ich das und das. Also es wird ständig nur gesammelt und im Herbst macht es natürlich am meisten Spaß, weil es da sehr, sehr viel gibt, was so rumfliegt, runterfällt oder auch wirklich Essbares sogar wächst. Jetzt haben wir hier Bucheckern, Kastanien, Maiskolben. Wir basteln teilweise Sachen daraus, aber wir haben auch einfach eine Fensterbank. Die ist im Hausflur, die kann ich euch gleich mal zeigen. Das hier ist die Kinderfensterbank im Hausflur. Also ich weiß nicht, ob ich das wirklich so in der Wohnung aushalten würde, aber wir haben das jetzt hier irgendwie so im Treppenhaus gemacht. Und ich habe hier mit dieser Fensterbank nichts zu tun. Das ist alles selbstbestimmt und selbst gesammelt und dann eigenhändig irgendwie arrangiert. Das hier haben wir mal aus Maiskolben gemacht. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand Verrücktes nachmachen möchte. Das war einfach so. Ich wusste einfach nicht, was ich mit den ausgetrockneten Maiskolben machen soll, aber die hatten mega Spaß. Sogar der ganz Kleine hat sich richtig gefreut. Ja, fand das richtig cool. Und das haben die Kinder dekoriert. Und wenn die so einen Ort haben, wo die ihre Sachen hintun können und das auch irgendwie so wertgeschätzt wird, dass das Sinn macht, das zu sammeln, dann haben die natürlich noch mehr Freude dran. Und das ist erst der Anfang hier, ne? Also das wird bestimmt noch voller. Der Teil, also die Torte, die hole ich am Ende gleich rein. Und dann tun wir die ganze Deko darauf. Wir müssen erstmal die ganze Deko machen. Ja, ich mache auch gerade. Ich hole ja erstmal das Foto raus, ne? Willst du die ein bisschen festdrücken, die Kugel? So ein bisschen in die Torte. Ja, genau. Kurzer Zwischenstand, ist noch keiner hochgegangen. Falls sich einer wundert, was wir hier für einen Aufriss machen mit dem ganzen Fondant und mit dem ganzen Werkzeug und alles, wer es noch nicht mitgekriegt hat. Meine Schwester ist ja die Tammy, die hat vor 2 Jahren war es jetzt, glaube ich. Ja, ich war schwanger mit dem dritten Kind. Wie heißt es nochmal? Die ist Deutschlands beste Hobbybäckerin auf Sat.1 geworden, falls ihr das mitverfolgt hat, und hat da gewonnen. Und deswegen die ist die Backkönigin und die Kinder genießen es sehr, dass die immer sowas mit uns macht. Schön! Schön, Josie, schön! Ach schon. Was für mich ganz neu ist und wo ich euch bestimmt noch mal bald mehr erzählen werde, weil ich werde euch auch auf jeden Fall ein Kinderbuch-Favoriten-Video hochladen zum Thema Herbst, St. Martin und Halloween. Und das hier habe ich ganz neu, Herbst im Holunderweg. Und wir sind noch ganz am Anfang, aber es sind zusammenhängende Geschichten von den Kindern aus dem Holunderweg. Und die gibt es für jede Jahreszeit. Und ich war ganz baff, dass ich das überhaupt noch nicht kannte.
Dann habe ich jetzt hier mal so einen Karton aus dem Keller geholt. Ich habe für jede Jahreszeit so einen Karton. Für Weihnachten sind es, glaube ich, 3 oder 4 Kartons. Hier ist so ein bisschen was an Herbstdeko drin, so ein paar Pilze und eine Vogelscheuche und ein Eichhörnchen und auch noch ein paar gesammelte Sachen aus dem letzten Jahr. Was ich immer habe, sind statische Fensterbilder. Die bekommt ihr, finde ich, am besten bei DM und die könnt ihr auch jedes Jahr wieder verwenden. Und die kann man halt ganz leicht abziehen und wieder dran machen. Meine Kinder sind da auch öfters mal so zwischendurch dran. Also ich hänge die in der Küche auf oder die Kinder hängen die in der Küche auf. Und zwar in ihrer Höhe, dass die das auch gut sehen. Und da kann man sich auch mal hinsetzen und mal wieder was abziehen, wieder dran. Also unendlich oft, die haben keine Klebeschicht, falls ihr das nicht kennt. Wenn ihr die vom letzten Jahr habt, so wie der hier, der sieht jetzt so ein bisschen blöd aus, da fragt man sich, wie soll der kleben? Einfach ein bisschen nass machen und dann klebt der wieder genial. Ist was für jedes Jahr wieder. Ich habe mal versucht, Weihnachtsfensterbilder, statische, auf Amazon zu bestellen. Und da stand statische Fensterbilder und es ging total nach hinten los. Es war ein richtiges Sticker. Also bei Weihnachten, ich bleibe dann da doch lieber bei DM. Was ich auch bei DM gekauft habe, sind diese Hefte hier. Ich weiß nicht, ob es die jetzt aktuell noch gibt. Ich glaube, ich habe die vor 2 Wochen gekauft, aber bestimmt. Das sind eben so kleine Mal- und Rätselbücher. Hier sind auch Sticker drin und da haben die auch schon ein bisschen angefangen. Die gibt es auch zum Thema Halloween. Die habe ich auch 2-mal geholt und ja, die halte ich aber noch im Schrank. Zum Thema Halloween, da machen wir auch immer was zu Hause und ich habe da auch ein bisschen Deko, aber das mache ich dann wirklich nur quasi für 2 Tage oder so, ne? Weil Halloween-Deko ist jetzt nicht so gemütlich, dass ich die immer, hier kam irgendwo ein Stock raus, dass ich die immer stehen haben lassen möchte. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Spaß gemacht und ihr konntet irgendwie so ein bisschen Inspiration mitnehmen und seid jetzt auf jeden Fall spätestens in Herbststimmung. Und dann gönne ich meiner Stimme jetzt eine Pause. Ich komme mir vor wie Ariel. Ursula hat meine Stimme gestohlen. Wir sehen uns hoffentlich gesund und munter beim nächsten Video wieder.